So, weiter geht's heute mit Watch Dogs. Und wir machen heute ein bisschen Schießtraining und wir versuchen mal. So, warte mal gerade kurz. Ich gehe mal hier zu der Person. Schon mal hier in der Nähe, sondern kann man mich das auch direkt machen. Und neue Rekruten. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. Auch hier wäre wieder Technikpunkt. Aber das ist jetzt egal. Wollen wir. Die meisten Technikpunkte liegen tatsächlich eher so in diesen in abgesperrten Bereichen, beziehungsweise in Feindesgebieten. So, die steht hier hinter. Da oben steht sie. Ne, da sitzt sie. So. Geparkt. Rekrutierung starten. Ich hab da dieses Ding. Jemand anders hat bestimmt etwas Kleingeld. So, Rekrutierungsmission begonnen. Hey, Bergs, was ist mit ihm? Am auffälligsten ist eigentlich, dass er nicht mit Blei an den Füßen auf dem Themsengrund schwebt. Er hat eine Menge verdächtige Spielschulden und hat die finanzielle Hilfe einer reichen Freundin abgelehnt. Hey, krass. So ein bisschen Kohle sagt man doch nicht nein. Da stimmt was nicht. Hey, da denkt ja jemand mit. Vielleicht kann uns diese Freundin sein ungewöhnliches Verhalten erklären. Yo, Mann. Setz mal ein Treffen an, Beckley. Ich habe ja nichts gemacht. Fuck. Damit hat das schon erledigt. Verkackt. Verkackt. Scheiße, Alter. Das war nicht der Plan, der da war. Tut mir leid. Scheiße, Mann. Aber es war nur eine Straße, okay. Zögern Sie nicht, ein Verbrechen zu melden. Fuck. Das ist außer Kontrolle geraten. Kampfmodus initiiert. An alle Einheiten, ich wiederhole, an alle Einheiten. Personen, feindliche Personen in Ihrem Bereich, ändert einzugreifen. Ah, das eskaliert gerade so ein bisschen. Scheiße. Okay, dann müssen wir doch noch was anderes mal suchen. Oder versuchen wir es. Warte mal. Ich hoffe, die liegt nicht auch als Leiche da, sondern Quatsch mit mir. Ich habe sie nämlich nicht ganz unbewusst eigentlich angegriffen. Entschuldigung. Ja.
Ich hoffe, dass jedes Mal so Londoner Linksverkehr ist. Nee, liegt nicht als Leiche da, sondern Quatsch. Wir könnten quatschen. So. Vielleicht ist es eine andere. Keine Ahnung. Ich hab gehört, du brauchst Hilfe. Was gibt's? Es geht um meinen Freund, oder? Oh Gott, geht es ihm gut? Er hat sich total übernommen. Ein ganz Ohr. Er zerstört sein Leben mit diesen Glücksspielen. Ich wollte ihm mit den Schulden helfen. Aber nein, jetzt trifft er sich mit diesen klaren Kelly-Gangstern. Sie werden ihn umbringen. Okay, okay. Ich glaube, ich kann's weitergehen. Bleib wachsam. Ich habe unseren unartigen kleinen Spieler zu einem Ort verfolgt, an dem es vor Clan Kelly-Gangstern wimmelt. Hm. Sehen wir uns den Scheiß mal an. Shit, ne Knarre! Raus! Vorsicht, ne Knarre! So, den Punkt würde ich mir noch mitnehmen. Puh. Du hast noch wegen dem scheiß Fähigkeitspunkt, oder was? Wo ist denn der? Ist der immer noch ab? Ist der ganz oben? Ernsthaft? Wo kommt der Schuss? Schuss? Kleine Drohne. Allein. Da hinten ist der. Aber wirklich einen zweiten Headshot gekriegt.
Habe ich dem Schönen noch ein Handy gedrückt. Nehmen wir mit. So. Die ist immer noch da oben, ist die drauf, oder was? Jetzt. Ich dachte, auf der Baustelle, es wäre easy zu finden und locker zu machen. Aber scheinbar. Nicht so wirklich, ne? Schade. Okay, ich dachte mir, wir haben eine Möglichkeit, da irgendwie mal was zu machen. Ich pack die Waffe mal weg, man muss ja nicht unnötig. Meine Drohne hacken kann ich nicht, ne? Haben wir auch keine Frachtdrohne, ne? Damit sie sich sagen könnte. Ah, die Terrordrohne. Ich hätte gerne mal irgendwie noch eine. Kapern. Ich weiß, Technikpunkte, der ist hier unten irgendwo. Ist der da? Das Ding da? Ja, mitnehmen. Kann ich mitnehmen? Ernsthaft nicht? Ja. Upsi, Drohne kaputt. Schade. Upsi. Kann ich die mitnehmen? So, ich lasse jetzt gerade mal ein bisschen diese Drohne sein. Aua! Du hast dich angegriffen, Arschloch. Kaputt. Kann ich mit dem Ding eigentlich hochfliegen?
Oder fliegt die gerade? Zu klein. Hm. Schade, ich hätte gerne hoffen, dass ich irgendwie die Frachtdrohne mal erwische. Das Ding zum Öffnen. Aber nochmal, ich hätte gern eigentlich diesen Technikbook mitgenommen. Oder komme ich hier hoch? Ja, ne? Hier war ich schon mal. Hier kommen wir nicht hoch, hier kommen wir wahrscheinlich nicht hoch. Ne. Also der müsste da oben irgendwo drauf sein und ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Okay, ab zu große Höhen sollten wir nicht runterspringen. Naja, schade. Okay, dann ist das halt so. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, was wir auch machen können. Okay.